Gegner gehabt. Nehmt alles! Ja. Schleichschaden haben wir das schon mal für dich. Und hier noch mal. Hier haben wir Schleichschaden noch, wenn man den Schleichschaden hat. So. Dann werde ich dir einfach verbunden. Diese dumme Markierung von der Weltkarte nehmen würdest. Danke. Und da haben wir Quest. Da. Ihr seid ja verbleiben, ne? Ich glaube ja. So, also, elendig weit weg. 1,3 Kilometer. Ups. Na gut, du bist wert. Warum denn? Hey, das halt vorbei. Ein Stück. Das tun wir okay, aber ich will nicht zu. Nur an alle Ruhe an deinem Kloster vorbei rein. Ich will jetzt keine Schätze bei euch. Ja, ich mein Schiff hergucken. Ich hab keinen Bock drauf. Ich bin
wahrscheinlich zu dem, weil ich vorausgesagt habe, dass er bei keinem von beiden offen ist. Aber ist nicht seine Frau ist auf jeden Fall. Du hast dich besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Moin. Der sagt nie wieder was. Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Ogrid ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Edelsweet. Nach Tamelvjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legrakester auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Iva. Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schickte ihn nach Heopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Edelsweet finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Edelsweet zu holen. Möge Odin euch leiten. Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor. Davon habe ich immer geträumt. Um herzustreifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Sieh mal nach, Sünen. Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaft. Hier darf mich niemand sehen. Wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Los. Das mal auf die Wikinger-Art. Werde ich weiter schätzen. Noch beides parallel. Ja, meine Kohle war in der Tasche, warum auch immer. Aber es ist cool. Kann ich mir Waffen, glaube ich, mit abwenden oder so. Und das bringt mir. Thank you.
verloren. Ich die riesen Tür auf. Das geht. Nee, geht nicht. Hier ist ein Buch des Wissens.
Und Fähigkeit durchschlagen, Schuss. Ein hoher Bogen zum Spam. Oh. Ihr drei, verschwendet. Lady Ethelsweet, Burgred hat sich alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos. Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Bewacht die Mägde. Ich folge Ethelsweet. Ach, kannst du einfach mal runter springen? Einfach nur Ethis mit Schatten. Wieso hat sie keine Zeit? Stopp sie! So, wir können uns nicht mehr. Schicken. Mann, really? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Musst du dich da einmischen? Dumme Arschgeige!
Nun mach. Mit Mädel. Das mal wieder schnüren, die Alte. Gar nicht schlecht. Du machst es uns wirklich nicht einfach. Finger weg, du heidnische Gestalt! Wo sind denn plötzlich deine Manieren hin? Was frag ich auch? Lass mich gehen! Ich befehle es! Nach allem, was du versucht hast? Ich bin doch nicht verrückt. Ist dir überhaupt bewusst, was du hier tust? Ich bin die hohe Lady von Mercia. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich rede nicht. Nicht mit dir und auch nicht mit deinen Leuten. Das solltest du noch mal überdenken. Deinem Volk zuliebe. Wer weiß, wie viele noch sterben müssen. Durch meine Leute. Ich muss doch mal kurz das Boot hier bauen. Dann bist du töricht. Können sie ja nicht durchs Wasser schleppen. Hey, was ist los? Wieder ausparken. Hätte ich sie auch hinschleppen können. Okay, er hätte sie auch hinschleppen können. Ich dachte, das wäre weiter, aber es ist der gleiche Fall. Wir machen später. Beherrsche dich! Nein. Dafür muss er erst mal finden. Ich denke an was ganz Lady anderes. Lady Edelsweet. Nicht dein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Katlin? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet, zusammen mit den anderen. Ich bring die Weiber nach Tamelfjord, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommt. Ich rede mit Sheolwulf. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Wir sehen uns dort. Sigurd,
Was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. Ich wünschte, ich hätte mehr solche Freunde. Danke. Erstmal Fertigkeiten. Was haben wir schönes Feuer? Das Bier. Und das einmal, können wir nicht mal Fähigkeit. Feueralpha, teilweise füttern und Finesse. Okay. Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Mein Freund Ober ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgrit sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen. Für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen? Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Alles klar. Ein guter Mann, ich verstehe. Grüß diesen Verräter Cheol wohl von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Cheolwulf gibt sein Bestes, um dieses neue Land auf einer gemeinsamen Idee zu gründen. Nach meiner Meinung ist er der wahre Sohn Mercias. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedon und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester.
Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tane und die Männer von Mercia? Nein, nur Leofried ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofried. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Wir sind noch nicht. Schweine müssen fressen. Leider lässt sich ihr Hunger nicht so leicht stillen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie damit fertig sind und nach frischem Fleisch suchen. Und der Geruch von Schweinescheiße danach? Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Erzählungen wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in der dunkelsten Stunde im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Ja, das ist Ceolwulfs Versprechen. Und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Arur aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Okay. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Naja, die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht. Aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Stapelt die Soldaten hier.